Ihr Lieben, ich habe euch heute jemand mitgebracht. Das ist Klaus Bärbel, meine Tragepuppe. Ich und Klaus Bärbel wollen nämlich heute euch zeigen, wie man eine Trage, eine Maitai-Trage, eine Halfbacke-Trage vor dem Bauch bindet. Und ja, ich setze mal Klaus Bärbel ab und fange an. Denn als allererstes Haare zusammen machen. Ganz wichtiger Punkt, das ist sonst echt unangenehm. So, und bevor ihr euer Kind auf den Arm nehmt, nehmt ihr euch die Trage und schnallt sie euch um den Bauch. Klick. Ich habe hier eine Limas Baby Size, nee, Baby Plus. Und jetzt nehmt ihr euch euer Kind. Hier, Klaus Bärbel. Wichtig ist, eine Hand immer ans Kind und nicht nur hier unten. Auch wenn ihr es am Anfang nicht glauben mögt, aber irgendwann stoßen sich die Kinder ab. Und deswegen ist es wichtig, ihr fasst hier oben an, eine Hand oberen Rücken, stabilisiert den Kopf und die Hand kann sich hier frei schalten und walten. Und ihr lasst euer Kindchen langsam in die Trage hineingleiten. Gerne nicht oben auf den Hüftgurt absetzen, sondern ein bisschen in den Stoff hinein, also ein bisschen tiefer. Der Po darf ein bisschen tiefer in den Stoff hinein. So, eine Hand ist am Kind, die andere Hand greift unter das Rückenpaneel, klappt es nach oben. Jetzt ist die Hand die Haltehand und die Hand agiert weiter. Ich nehme mir einen Träger, werfe ihn nach hinten, wechsle die Hand. Kind ist gut im Griff, zweiter Träger nach hinten, die Hand bleibt an dieser Stelle, ich drehe mich mal, damit ihr es besser sehen könnt, und jetzt greife ich mit der freien Hand beide Träger. Ich mache immer einen Finger, den Zeigefinger zwischen beide Träger, weil ich dann das Gefühl habe, dass das alles sicher und ich habe die Kontrolle. Dann wird nach unten gezogen und dann, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt, also ihr vertraut der ganzen Sache, dann könnt ihr die andere Hand wegnehmen, greift euch einen Träger und überkreuzt auf dem Rücken. Gerne etwas tiefer, nicht hier oben, sonst kriegt ihr irgendwann Rückenschmerzen. Dann weiter unten, kommt mit den Händen nach vorne, schön den Zug beibehalten. Unter den Füßchen kommt ihr nach vorne. Und dann macht ihr einen Doppelknoten unter dem Popo vom Kind. So, jetzt ist erstmal alles sicher. Je nach Körpergröße hat man hier mehr oder weniger Bänder übrig. Bei dem Modell sind es etwas länger. Geh nach hinten und knote mit hier hinten. Ihr könnt aber allerdings auch vorne eine Schleife machen, whatever. Nach dem ersten Doppelknoten könnt ihr damit machen, was ihr wollt. So, alles ist sicher eingepackt. Sage ich noch ein paar Worte dazu, was ist jetzt eigentlich wichtig. Einmal die Position der Beine, beziehungsweise wie ist das Kind angehockt. Da geht es darum, wie weit geht dieser Stoff in die Kniekehle oder an das Bein. Im Idealfall ist der Stoff vor der Kniekehle, ein paar Zentimeter vor der Kniekehle oder in der Kniekehle. Dann kann das Kind eine wunderbare Atlasspreizhaltung annehmen. Idealerweise habt ihr eine Trage, wo man das hier unten, das nennt man den Steg, stufenlos einstellen kann. Ich nehme gleich Klaus Bärbel nochmal raus und zeige euch das, wie das bei dieser Trage ist. Und der nächste Punkt ist, dass der Stoff über dem Rücken schön weich ist, dass der Rücken des Kindes festgehalten wird, aber nicht in eine Position gezwängt ist, die es nicht halten kann. Das heißt, am Anfang ist die Muskulatur zwar da beim Baby, aber noch nicht gestärkt. Und deswegen soll der Stoff das Kind halten, aber nicht in eine aufrechte Position zwingen. Und der wichtigste, letzte wichtige Punkt beim Kind ist auf jeden Fall, dass der Stoff vielleicht so bis zum Ohrläppchen bis hierhin geht, damit der Kopf gut gestützt ist. Also nicht bis hier und vor allem auch nicht bis über den Kopf geht.
Das Kind soll auch noch Luft bekommen. So, dann ist das Kind safe. Klaus Bärbel ist auch schon eingeschlafen. Fühlt sich ganz entspannt. Jetzt geht es noch um eure Rückengesundheit, nicht ganz unwichtig. Schön ist, wenn man breite Träger hat, die viel Gewicht verteilen. Schön ist auch, wenn man die so ein bisschen nach außen ziehen kann. Gerade wenn man länger unterwegs ist und man merkt, hier der Muskel sagt, oh, puh, das Kind ist doch schwerer als gedacht. Dann ziehe ich das hier ein bisschen raus und verteile das Gewicht nochmal um. Und das Schöne bei der Trage ist, auch hier hinten sind die Träger sehr breit. Könnte man auch noch ein bisschen auffächern und das Gewicht nochmal besser verteilen. Generell Berlin ist sehr schön. Man hat hier auch Schulterpolster, die man aber auch rausnehmen kann. Wenn ihr zum Beispiel sehr schmale Schultern habt, dann würde ich das erstmal ohne die Polster probieren. Ja, genau. Klaus Berbi, was meinst du? Alles tutti? Ich glaube schon. So, wie kriege ich das Kind jetzt eigentlich hier raus? Ohne, dass es mir vom Arm fällt. Vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ich löse den ersten Knoten. Dann fasse ich wieder an mein Kind. Löse den zweiten Knoten. Dann eine Hand immer am Kind. Wichtig, wichtig. Lasse ich das Rückenpanel langsam in die Hand gleiten. Die freie Hand greift sich das Baby. Und dann kann ich mir das Baby so schnappen. Am besten erstmal weglegen, sicher. Und dann die Schnalle lösen. Vielleicht noch kurz zum Steg, was ich vorhin schon erwähnte, dass man den stufenlos einstellen kann. Hier bei der Limas habt ihr Klett auf beiden Seiten. Und ihr könnt ihn wirklich an die Größe eures Kindes anpassen. Das heißt, kleine Mäuse, kleiner Steg, große Mäuse, großer Steg. Ja, genau. Dann würde ich sagen, war es das von mir und wir sehen uns.